Hallo. Ich habe euch einen Text über Arroganz mitgebracht. Aber den mache ich dann im Finale. Stattdessen etwas sehr Demütiges. Ich habe Lehramt studiert. Das ist jetzt nicht selten im Poetry Slam. Was ein bisschen selten ist, ist, dass ich das Studium abgeschlossen habe. Warum ich mich trotzdem gegen einen richtigen Beruf entschieden habe und heute hier auf der Bühne stehe, hat einen sehr offensichtlichen Grund. Ich hasse, wenn Kinder was Kreatives machen und man so tun muss, als sei das okay. Davon handelt der Text. Es wird ein trauriges Weihnachtsfest für die 3B der Mark-Terenzi-Grundschule in Delmenhorst. Ihr Referendar, Herr Watjes, wird nach den Ferien nicht wiederkommen und auch das große Weihnachtsfest der Schule verpassen, weil er wirklich gar keine Lust hat. Die dusseligen Bergen, die lieben Kinder, haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, in Watjes letzter Stunde Kuchen zu backen und ihm ein Lied zu singen. Weil sein Lieblingsmärchen das hässliche Entlein ist, haben sie sich entschieden für Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Da geht's ja schon los. Die wurden da ausgesetzt von Eltern, die sie nicht mehr haben wollten. Wäre vielleicht auch für euch die passende Lektion gewesen. Es war so wild und auch so bitterkalt. Das Lied erfährt aktuell eine Renaissance als Kritik an Robert Habecks Energiepolitik. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen rein. Okay, also wer zur Hölle formuliert das so? Pfefferkuchen fein. Was ist das für ein dummer Zweckreim? Haben das auch Drittklässler geschrieben? Pfefferkuchen fein. Ich kenne vielleicht Teewurst fein. Pommersche aus dem Buchenrauch. Naturgewürze und das schmeckt man auch. Sogar die haben es ohne Zweckreime geschafft. Pfefferkuchen fein. Gibt es auch Pfefferkuchen grob? Wie sieht ein Häuschen aus Pfefferkuchen grob aus? Brutalistisch? Wie ein Hochsicherheitsgefängnis? Die Amerikaner bringen die Terroristen jetzt ohne Prozess nach Pfefferkuchen grob. Soll das ein bildhaftes Kompositum sein? Messerscharf, blitzschnell, Pfefferkuchen fein. Hier auf der Arbeit ist alles mehr als okay, Pfefferkuchen fein. Es ist auch ein Einschub. Ah, ein Häuschen aus Pfefferkuchen. Fein. Ich habe schon Verrückteres im finsteren, kalten Wald gesehen. Zum Beispiel Kunst von Kindern, die nicht total scheiße ist. Herr Watjes, wir haben das Gefühl, Sie freuen sich gar nicht über das Lied. Aber nein, ich freue mich, ihr macht das toll, Pfefferkuchen fein. Im Hintergrund piept der Backofen. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, was für Kuchen es gibt oder wie er beschaffen ist. Aber ich lasse den Pfefferkuchen fein anbrennen, um mir die einstudierte Performance meiner SchülerInnen anzuhören. Wer mag der Herr wohl von ihrem Häuschen sein? Hausbesitz ist natürlich nur Herren vergönnt. Wenn sich eine Frau eine Immobilie aus Pfefferkuchen fein leisten kann, ist sie natürlich eine Hexe. Knusper, knusper, Knäuschen, wie finanziert man Häuschen? Pfefferkuchen fein. Ich kann doch um Gottes Willen nicht der Erste sein, der diese Formulierung so abfuckt. Ihr habt das alle früher mitgesungen, ihr habt euch mitschuldig gemacht. Ihr wart nicht nur okay, damit diesen Quatsch nachzugrölen, ihr wart damit Pfefferkuchen fein. Herr Watjes, mit wem reden Sie da? Mit dem Publikum. Oh, sind wir in einem Ihrer Texte drin, ne? Fabienne Celeste, ich habe eine unangenehme Wahrheit für dich. Ihr seid nur in einem meiner Texte drin. Ihr seid nicht echt. Herr Watjes, kriegen wir dann trotzdem was zu Weihnachten? Das muss der Autor entscheiden. Aber Sie sind doch der Autor. Nein, Olivier Neymar, Capital Bra. Ich bin der Erzähler. Und wenn du mit den anderen in die vierte Klasse möchtest, wäre es vielleicht mal an der Zeit, sich zu merken, dass Autor und Erzähler nie identisch sind. Natürlich ist Rollenprosa mega nervig und es wäre authentischer und schöner, wenn zum Beispiel männliche Autoren nicht über Sexismus oder Vergewaltigung schreiben würden oder Weiße über Rassismus oder niemand über Verstorbene, die gar nicht wirklich verstorben sind. Was echt ist, ist in der Literatur nämlich manchmal schwer zu definieren. Nur eins ist sicher, ihr seid es nicht. Heißt das, wir sind tot?
Nein, nein, sterben tut ihr nur, wenn ich schreibe, dass ihr sterbt. Die Kinder wirken geknickt. Herr Rathjös, können Sie im Ofen nach dem Pfefferkuchen sehen? Es haben sich schon dichte schwarze Nebelschwaden gebildet. So fein war der Pfefferkuchen wohl doch nicht. Schau in den Ofen. Da merke ich, wie die Kinder mich in den Ofen schubsen und die Klappe hinter mir schließen. Symbolisch verbrennt der Erzähler für all die gemeinen Sachen, die ich über kindliche Kreativität gesagt habe. Der Autor wird fortan in seinem persönlichen Fegefeuer gefangen sein. Am einzigen Ort, an dem Erwachsene so beschissene Zweckreime machen wie Drittklässler. Poetry Slam. Aber hier auf der Arbeit ist alles mehr als okay. Pfefferkuchen fein. Dankeschön. Dankeschön.